Ja, herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Die Wahl in Kaltenkirchen steht an im September und hier sitzt einer, der will Bürgermeister werden. Von der SPD, aber eigentlich nicht so richtig SPD, sondern freier Kandidat. Das müssen Sie gleich erklären. Ja. Kolja Olaif, schön, dass Sie hier sind im Dreiklang und wir einfach mal hören können, so ganz locker, bevor es richtig ernst wird, wo es hingeht. Ich habe gelesen, Lebenslauf, alles fing an in Trappenkamp. Mhm. Also so fangen ja eigentlich keine guten Bücher an. Aber was ist zwischen Trappenkamp irgendwann ja. und heute passiert? Ja. Also das mit dem guten Buch müssen wir nochmal erklären. Aber dass eine ganze Menge passiert dazwischen seit meinen Anfängen sozusagen bis heute. Dazwischen liegen 54 Jahre. Ich bin hier im Kreis Segeberg geboren und aufgewachsen, genau in Trappenkamp, habe dort auch die längste Zeit meines bisherigen Lebens gelebt, 29 Jahre. Und dazwischen lagen viele berufliche und auch natürlich private Stationen bis heute. Ja, welche genau? Also wir müssen ja herausfinden, da will einer Bürgermeister werden und was ist genau das, wo Sie sagen, die und die Station habe ich durchgespielt, da war ich da, da war ich da und das bringt mich heute in die Situation zu sagen, das macht mich zu einem guten Bürgermeister. Wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen in diesem Kreis, gibt also eine gewisse auch Verbundenheit zur Region, würde ich mal sagen. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier in Segeberg, als es noch eine Kaserne gab, den Wehrdienst dort abgeleistet und bin dann danach nach Kiel gegangen, habe Betriebswirtschaft studiert. Und an dieses Studium haben sich über die Jahre noch weitere Studiengänge angeschlossen. Ich habe dann im Verlauf nochmal Mediation studiert und jetzt auch nochmal Rechtswissenschaften. Das waren so die akademischen Studiengänge, die ich absolviert habe. Darüber hinaus habe ich eine Coaching-Ausbildung absolviert und eine Change-Manager-Ausbildung. Das waren so die Ausbildungsthemen, die Ausbildungsgänge, die ich da gemacht habe in der Zeit. Und währenddessen lagen natürlich auch lange Jahre einer Berufstätigkeit. Ich bin jetzt 30 Jahre im Beruf, 25 Jahre davon in der freien Wirtschaft bis heute. So, und das ist das, was sozusagen auf der beruflichen Seite, was meine Profession sozusagen ist, was mich da auszeichnet. Und ich glaube, da wird schon deutlich, dass ich sehr, sehr viele Themen sozusagen auch abdecke, allein durch meine Studiengänge. Aber auch im Beruf habe ich über 20 Jahre Führungserfahrung sammeln können. Und das ist natürlich auch eine Sache, die, glaube ich, hilfreich und gut ist für so eine Tätigkeit, für den Job eines Bürgermeisters. Ja. Das ist das. Ich habe darüber hinaus natürlich auch noch eine Familie. Ich habe zwei fast erwachsene Kinder, 18 und 14 sind die, bin geschieden. Das ist natürlich auch Dinge, die einen auch geprägt haben, sowas wie Familie. Ne? Sie haben gesagt, Rechtswissenschaften, das heißt tatsächlich Jura oder ein anderes Studium da? Ja, nein, es ist Jura, ich bin kein Volljurist, muss ich dazu sagen. Es gehört zu diesen neueren Studiengängen, die über den Bologna-Prozess gekommen sind. Also man studiert dann auf den Master. Das ist ja eine wichtige Geschichte, weil wir erleben gerade im Kreis Segeberg sehr, sehr viele Städte, die möglicherweise ganz gerne einen Juristen an der Seite hätten. Mhm. Das wären Sie quasi in einer Person. Ja, wie gesagt, ich bin kein Volljurist. Das muss man dazu sagen. Aber das ist eine Kompetenz, die ich in jedem Fall mit einbringe, die, glaube ich, auch sinnvoll und hilfreich ist für diese Tätigkeit. Weil da hat man doch relativ viel in der Verwaltung auch mit der Auslegung von Gesetzen zu tun und Verordnungen etc. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man da auch eine gewisse Kenntnis mitbringt. Das ist ja genau die Frage. Bei den Bürgermeisterwahlen, die jetzt überall anstehen, ist ja eigentlich immer häufiger die Frage, welche Verwaltungskompetenz hat jemand? Mhm. Weil Verwaltung so kompliziert geworden ist, dass das immer mehr im Mittelpunkt steht.
Was sagen Sie da genau? Thema Verwaltung ist ja eine Sache, die also A, keinen Spaß macht und man B, auch irgendwo können muss. Ja, ja. Sehen Sie das durch die juristische Ausbildung abgedeckt oder? Teils sehe ich das abgedeckt. Also mag sein, dass Verwaltung komplizierter ist. Also sie wird zumindest nicht komplizierter als in der freien Wirtschaft. So würde ich es mal formulieren. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie jetzt als Bürger auf eine Verwaltung zugehen, dann haben Sie eine Erwartungshaltung, dass Sie dort eine gute Dienstleistung bekommen. Also das ist zumindest mein Verständnis von der Verwaltung. Und daher sage ich, eine Verwaltung unterscheidet sich heute eigentlich nicht mehr so von vielleicht Institutionen der freien Wirtschaft. Und das ist vielleicht auch aus meiner Warte heraus durchaus ein Vorteil, wenn man hier, ich sag mal, den Querwechsel mal macht und wagt. Also das heißt, von der freien Wirtschaft dann in die Verwaltung geht. Es gibt auch genügend Beispiele, wo es funktioniert hat oder ich denke mal, wo es funktioniert. Also in Segeberg beispielsweise, in Ahrensburg, in Amersweg. Das sind ja alles Bürgermeister, die auch teilweise schon lange im Amt sind und die da reingegangen sind und die dieses Wissen aus der freien Wirtschaft dort eingebracht haben. Und es verträgt sich ja gut. Ich habe bei Ihnen gelesen, auf den großen Zetteln, die überall zu sehen sind, es geht um ein sicheres und lebenswertes Kaltenkirchen. Wenn man sowas schreibt, hat man ja eigentlich das Gegenbeispiel vor Augen. Also ne, würde ich sagen, sicher ist, würde man sagen, jetzt, wie ist jetzt unsicher? Oder da gibt es ja ein, zwei Storys. Wie sind Sie da genau drauf gekommen und was schwebt Ihnen da vor? Also zum erstmal das Thema Sicherheit. Ich glaube, heute ist das Leben oder gibt es viele Herausforderungen, die man so als alltäglich erlebt als Bürgerinnen und Bürger. Und es ist, glaube ich, Gesamtgesellschaft, das ist jetzt nicht bezogen auf Kaltenkirchen, sondern Gesamtgesellschaft muss man das auch mal sehen, gibt es in vielen Bereichen große Unsicherheit. Und da rede ich jetzt nicht immer unbedingt davon, die Sicherheit auf der Straße, also das ist natürlich auch das, wo man vielleicht zuerst denkt, aber da gibt es, ich nehme mal ein ganz plakatives Beispiel, die Energiegesetzgebung, sage ich mal, ja. Jeder fragt sich, ich mich auch, was kommt denn zukünftig? Ja, kann ich mir, was kommt nach meiner Gasthermung? Um das mal ganz plakativ zu sagen. Und da gilt es zum Beispiel, da, wo man Sicherheit geben kann, das auch zu tun. Und die Kommunen sind aufgefordert, beispielsweise entsprechende Klimaschutzpläne oder Wärmepläne zu entwickeln, kommunale Wärmepläne. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was eine Hausaufgabe ist, was Kaltenkirchen erledigen muss in den nächsten Jahren. Und das ist eins meiner Themen. Und deshalb sage ich, dieses Thema Sicherheit greift halt in vielen Bereichen. Ne? Wir können so weiter das durchdeklinieren. Also wir können über Fahrradwege reden, eine sichere sicher mit dem Fahrrad durch Kaltenkirchen zu fahren, ist sicherlich auch ein Thema, was darauf einzahlt und so weiter. Ja. Aber Sie haben ja als also Bürgermeister von Kaltenkirchen natürlich das quasi zweitwichtigste Staatsamt, aber, naja, nicht aber da hat man ja keinen Einfluss drauf auf das, was auf Bundesebene passiert. Absolut. Ja, gebe ich Ihnen recht. Sehen Sie da für Kaltenkirchen im Bereich Sicherheit Dinge, die Sie weiterentwickeln würden? Auch das, also wenn Sie jetzt direkt auf die Sicherheit, die im klassischen Sinne, nicht, also die innere Sicherheit sozusagen abzielen, dann ist das sicherlich auch ein Thema, was wir im Blick haben müssen in Zukunft. Also ich erlebe das jetzt, wir sind jetzt vor kurzem in den Wahlkampf eingestiegen, wir diskutieren auch auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da merkt man schon, dass das ein Thema ist, was die Menschen auch berührt. Also das ist einfach ein Thema. So, dass es da natürlich mitunter auch Hinweise gibt, dass es da vielleicht gewisse Bereiche gibt, die, ich würde jetzt nicht sagen No-Go-Areas sind, aber wo die Leute sich ein bisschen unsicher fühlen. Und da muss man genau hinhören, weil das sind natürlich Themen, die, also das darf eigentlich nicht sein, dass Leute sich heute unsicher fühlen, wenn sie durch Kaltenkirchen gehen. Wir wissen auch, es wird keine absolute Sicherheit geben, aber
Für mich ist das schon natürlich ein Warnsignal, wenn durch ein, ich sag mal, durch einen einfachen Post dann entsprechende Kommentierungen folgen, wo man ganz deutlich sieht, dass das die Leute in jedem Fall bewegt, betrifft. Thema lebenswertes Kaltenkirchen, auch das steht bei Ihnen in den... Ja. Kaltenkirchen ist ja bekannt geworden durch die Schaufelsammlung von Hanno Krause. Ja. Es ist viel gebaut worden, aber Sie sprechen ja das Lebenswerte an. Was sind da Ihre Ideen, Ihre Ansätze? Ja, ich habe das Ihrer Berichterstattung schon entnommen, diese Spatensammlung. Die wird, glaube ich, nicht mehr wachsen. Das ist einfach so. Kaltenkirchen ist hat wahnsinnig expandiert in den letzten Jahren. Ich glaube, da sind große Dinge auch bewegt worden. Das ist ohne Frage so, das muss man an der Stelle auch sagen. Und deshalb meinen großen Respekt an den bisherigen Amtsinhaber, Hanno Krause, was er in den letzten 12 Jahren da geleistet hat, das ist schon respektabel. Aber ich glaube, Kaltenkirchen wird sich verändern müssen oder auch Politik in Kaltenkirchen wird sich verändern müssen. Und jetzt geht es ja darum, natürlich die Stadt sozusagen natürlich auch aufzuwerten. Ne? Also, dass man ein Umfeld schafft, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie gerne leben, wo sie Spaß haben zu leben. Das ist das, worum es wahrscheinlich geht. Und das wird die Herausforderung, dass man natürlich damit viel Kreativität und vielen Überlegungen, aber auch Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern, das wäre es mir ganz wichtig, an der Stelle auch zu sagen, Kaltenkirchen weiterentwickelt. Wenn ich auf Ihre Seite schaue, da sehe ich immer diese 7 Chancen für Kaltenkirchen. Mhm. Und ich muss sagen, das struggle ich immer so ein bisschen, weil eigentlich kann der Bürgermeister ja gar nichts, sondern die Politik macht alles und der Bürgermeister ist ja nur Chef der Verwaltung, nur. Ja. Deswegen würde mich da interessieren, was Sie der Politik vorschlagen wollen. Also ein Beispiel, was ich hier gefunden habe, Sie haben gesagt Gewerbeansiedlungen. Ja. Mich würde da interessieren, wie konkret Sie das machen, weil aus einem Interview mit Hanno Krause habe ich im Kopf, es gibt, glaube ich, noch eine einzige Gewerbefläche, die man weggeben kann. Mhm. Wo wollen Sie Gewerbeflächen ansiedeln? Haben Sie da irgendwas im Kopf, wo Sie sagen, das oder das Areal? Nee, das habe ich nicht. Und wenn Hanno Krause das so sagt, dann wird das so stimmen. Das ist ohne Frage so. Ich sagte ja, wir sind an die Grenzen jetzt gewachsen. Aber es gibt natürlich immer noch freie Flächen. Frei werdende Flächen wird es vielleicht auch geben in Zukunft. Wir sind ja eingebunden in dieses Nordgate auch. Also da gibt es ja dann auch entsprechende Kooperationen. Also da geht es um Kooperationen natürlich auch über die Stadtgrenzen hinaus. Aber da profitieren die anderen. Ja, das muss man sehen. Also es kann ja dazu führen, dass wir am Ende vielleicht auch davon profitieren als Stadt. Also das muss man sehen, inwieweit es mal vielleicht auch Kooperationen gibt, weil ich bin so nicht so ein unbedingter Freund von nur Kirchturmspolitik. Ja, also dass wir sozusagen hier etwas ansiedeln und ich sag mal, hinter der Autobahn ist ein Dorf, das irgendwie die Gewerbesteuer noch günstiger macht und dann zieht das Unternehmen darüber. Ich glaube, da hat niemand was davon. Und da geht es halt auch um Kooperationen zum Beispiel zu denken. Und Stichwort Kooperation ist für mich auch eins. Es geht auch darum, die bestehende Industrie und das bestehende Gewerbe auch entsprechend zu betreuen. Ich nenne das mal so, weil natürlich gibt es auch immer die Option, dass Unternehmen auch aus Kaltenkirchen wieder sich verabschieden. Und das darf natürlich nicht passieren. Und da gilt es dann natürlich auch in einem engen Kontakt, gerade mit der freien Wirtschaft dann auch zu sein, mit denen auch eng im Austausch zu sein. Und auch da, ich sagte es ja schon, muss man vielleicht noch mal ein bisschen kreativ sein. Wir sitzen hier im Hotel Dreiklang. Wir haben die Holzentherme nebenan. Da gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht noch das eine oder andere Potenzial. Also ich spreche da jetzt zum Beispiel vom Thema Fremdenverkehr, über das man an der Stelle auch noch mal nachdenken kann. Also wie man hier vielleicht noch mehr Leute nach Kaltenkirchen holt, die dann nicht nur kurz an der Autobahn abfahren, zum Schwimmen gehen und dann wieder wegfahren, sondern vielleicht auch noch in die Stadt fahren oder vielleicht noch 3 Tage bleiben.
Thema Wirtschaft und vor allem Wirtschaft in Kaltenkirchen, bestehende Wirtschaft. Ich glaube, es ist 20 Jahre her, da hat mir Ralf Dodenhof, als ich ihn gefragt habe, warum Dodenhof so erfolgreich ist, hat er gesagt, Einzelhändler handeln einzeln. Den Satz habe ich mir gemerkt, weil Dodenhof sagt, Stunde länger auf, haben die eine Stunde länger auf. Ja. Die Innenstadt hatte das damals nicht und wir alle wissen, nicht nur Kaltenkirchen, wie die Innenstädte sich entwickeln. Wir haben eigentlich nur noch Friseure, Bäcker und auch die, da wird es schwierig und so weiter. Sie haben die Innenstädte angesprochen. Ja. Und das ist ja kein Kaltenkirchen-Phänomen. Was schwebt Ihnen da vor? Das ist auch eins dieser Themen, die auf uns zukommen oder die auf den zukünftigen Bürgermeister zukommen. Wie bekommt man das hin, dass eine Stadt lebendig ist? Ja? Und das, wie Sie es richtig beschrieben haben, das sieht man, das ist leider so, dass es, ich sag mal, so eine Verödung mitunter da auch stattfindet. Und da kann natürlich eine Stadt, also ich sag mal, die kann natürlich jetzt nicht hier selbst Gastronomie betreiben. Das funktioniert nicht, geht ja gar nicht. Aber eine Stadt kann das eine oder andere dafür tun, um sozusagen das Umfeld dafür zu schaffen, dass so eine Stadt auch zumindest belebt wird oder belebter wird und dass sich dann vielleicht auch Gastronomie ansiedelt, dass sich vielleicht der eine oder andere Einzelhändler wieder ansiedelt oder erst gar nicht kaputt geht, also aufhört mit seinem Geschäft. Da gibt es aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also welche da, genau? Ja, also das ist zum Beispiel das Thema Belebung der Innenstadt. Wir haben in Kaltenkirchen einen ganz tollen Markt, aber da gibt es, der zweimal in der Woche stattfindet. Aber da kann man zum Beispiel überlegen, dass es da zum Beispiel weitere Möglichkeiten gibt. Nachtmarkt oder so etwas. Die Idee kommt gar nicht von mir, sondern die kommt hier aus der Stadt schon. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz klasse Geschichte. Also, dass man da eine Aufwertung hinbekommt. Über Kulturveranstaltungen beispielsweise, aber auch über Ansiedlung von, ich weiß, das ist auch schon in der Diskussion gewesen, ein Ärztehaus. Also, dass es entsprechende Anlaufstellen gibt, wo die Leute dann, ich sag mal, eine Veranlassung haben, auch in die Stadt zu fahren und dann nicht nur zum Arzt gehen, sondern vielleicht auch in den Buchladen und sich dann das neueste Buch mitnehmen und es genau nicht bei dem großen amerikanischen Einzelhändler bestellen. Ja. Aber das Problem ist doch, also das Ärztehaus zum Beispiel würde ja gar nicht in der Innenstadt sein. Also der Platz, der dafür vorgesehen ist, ist ja an einer ganz anderen Stelle. Ja. Und die Schwierigkeit, wenn ich mich mit den Leuten immer unterhalte, ist, dass sie sagen, naja, wir haben hier eine Immobilie, Gewerbeimmobilie, die war früher toll, das waren richtige 60 Quadratmeter. Und heute sagt aber jeder, für mein Gewerbe brauche ich 200 oder 300. Das sind dann zwei oder drei Häuser. Das ist ja die große Problematik, da überhaupt Lösungen zu finden. Haben Sie da überhaupt eine Möglichkeit einzugreifen? Da gilt es, wie gesagt, auch mit den Akteuren vor Ort auch zu sprechen. Da reden wir ja über Stadtentwicklung, da reden wir aber auch, da kommen wir dann, ich sag mal, von der Wirtschaft dann auch schon in den Wohnungsbau. Da gilt es dann auch mit den entsprechenden Verantwortlichen auch zu reden. Wir haben lange Jahre ja erlebt, dass Kommunen eine Trennung gehabt haben. Also früher war das so, da war unten der Laden, darüber hat der Meister gewohnt und darüber dann die Gesellen und man hat unten im Haus oder im Hinterhof gearbeitet. Und irgendwann hat man dieses Prinzip aufgelöst und man hat dann diese riesen Wohnsilos irgendwo in den Trabantenstädten oder in den Vorstädten geschaffen und so. Und da muss man aus meiner Sicht wieder hinkommen, dass man es hinbekommt, Wohnen und Arbeiten und vielleicht auch Leben stärker zusammenzubringen wieder. Und da geht es natürlich auch um Fragen wie Stadtplanung. Und da sind wir dann natürlich im nächsten Thema, wo Sie mich dann wahrscheinlich gleich fragen werden. Habe ich vor. Ja, sehen Sie. Habe ich vor. Aber wie man das hinbekommt, wie man da also eine entsprechende Bebauung hinbekommt, dass genau das dann auch gewährleistet ist. Ne? Dann haken wir da natürlich gleich nach, weil es ist, also wir sind ja hier quasi unter uns, wir können uns ja offen unterhalten. Natürlich. Es ist ja so, es kam ein Mann aus Hamburg, der gesagt hat, wir brauchen 400.000 Wohnungen, die bauen wir jedes Jahr. Der ist heute Bundeskanzler dafür. Und das Ganze ist
unter seiner Ägide eingebrochen auf schlappe 100.000. Also und selbst die werden nicht erreicht. Und wenn ich mich mit den Bauunternehmen unterhalte und Handwerkern, die sagen, schiere Panik, freier Fall, ja, weil nichts geklärt ist auf Bundesebene. Und ich höre gleichzeitig bei den Städten drumherum, die ja auch alle sowas vorhatten mit sozialer Wohnungsbau und Knickknack, wir machen das auf eigene Kasse, dann haben ein paar Leute nachgeredet und haben gesagt, Mensch, wir hatten ja schon die neue Heimat, das ist nicht gut ausgegangen. So, jetzt kommt Kolja Olev und sagt Kaltenkirchen, ja, ich bringe jetzt mal den Spirit rein. An welcher Stelle, was stellen Sie sich da genau vor? Weil das ist eine Mörderaufgabe. Also ich kenne in ganz Norddeutschland keinen einzigen Bauträger, der sagt, ich fasse in diesem Moment, weil hohe Zinsen, hohe Energiepreise, hohe ich weiß nicht was, ich fasse da was an. Was ist da Ihr Spirit of Kaltenkirchen? Also das ist ja schön, dass Sie mir so viel zutrauen, aber ich kann weder die Welt retten, noch, noch in diesem Bezug Kaltenkirchen, das glaube ich nicht, aber Spaß beiseite. Ich glaube, es geht darum, dass wir natürlich die auch da, ähnlich wie in den anderen Politikfeldern, die wir jetzt schon diskutiert haben, dass wir da natürlich die Beteiligten auch zusammenholen. Ich nenne das mal so Aktionsbündnis Wohnen, auch das gibt es schon als Beispiel, aber das ist eine der Voraussetzungen, um die Leute mal zusammenzubringen und da sozusagen gemeinsam zu besprechen, was man tun kann. Muss man natürlich sagen, das, was Sie ansprechen, also ich will hier nicht die Bundespolitik, das ist ein anderes Politikfeld, wir reden ja nicht hier über Bundespolitik, wir reden über Kaltenkirchen, da kann ich deshalb gar nichts und will ich auch gar nichts dazu sagen, aber gibt es natürlich auch viele Einflüsse, die natürlich unangenehm jetzt sind zurzeit. Ja, das ist natürlich die Baupreisentwicklung, der Preisindizes, die da entsprechend steigen. Und das, die Energiekosten etc., Fachkräftemangel, all das führt natürlich dazu, dass jetzt, ich sag mal, die Baukonjunktur bundesweit erlahmt ist. Und das kann man natürlich über Kaltenkirchen nicht retten. Aber ich glaube, die Voraussetzung ist, dass wir uns in Kaltenkirchen zusammensetzen. Mein Plan ist, dass wir sowohl, ich sag mal, Investoren, ja, wir haben auch einen großen Investor ja in Kaltenkirchen selbst sitzen, im Bauverein, dass wir also mit diesen Beteiligten, dass wir aber auch mit Mieterverbänden, also dass wir dann die Leute an einen Tisch holen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir hier einen guten Wohnungsbau, einen bezahlbaren Wohnungsbau auch entsprechend trotzdem starten oder ich sag mal, da in diese Richtung uns entwickeln. Ja, denn nichts tun ist ja auch keine Option, oder? Lassen Sie mich als Anmerkung noch sagen, die SPD-Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin, das müssen Sie, falls Sie mit ihr und so weiter, Oberbürgermeister ist immer sehr wichtig in Norderstedt. In Norderstedt gab es das Bündnis für Wohnen, vor genau 5 Jahren angefangen. Ja. Und ist ausgegangen wie der Wiederaufstieg des HSV. Gefühlt dreimal getroffen, festgestellt, dass nichts geht unter diesen Bedingungen. Und man grüßt sich aber trotzdem noch. Also deswegen. Immerhin, man grüßt sich noch. Absolut, sehr gut. Also für Kaltenkirchen, ich erwarte da jetzt was Besonderes. Nein, ich dachte ja eigentlich, also da müssen wir gucken. Sind wir natürlich auch nur. Leidtragende würde ich nicht sagen, aber da sind wir diejenigen, die natürlich auch in dieser Gesamtsituation auch unterwegs sind. Und da müssen wir überlegen, über eine gute Nachverdichtung, die auch maßvoll ist, sage ich auch an der Stelle ganz klar, über vielleicht, dass die Stadt, und das, ich weiß, da werden Sie wahrscheinlich gleich mit der nächsten Frage kommen, aber dass die Stadt vielleicht selbst auch mal aktiver Investor sein kann. Ja, also ne, über das Thema Erbbaurecht, da gibt es eine Möglichkeit, dass wir da, sag mal, eingreifen können, weil es ist natürlich auch schon Ziel, wie gesagt, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und ja, wie können wir es schaffen? Der erste Schritt ist im Grunde, dass man miteinander redet. Und ich sagte ja, wenn wir nichts tun, dann bleibt die Situation so und dann können wir den Familien und den Bürgerinnen und Bürgern, den Alleinstehenden, wen auch immer, also die in Kaltenkirchen wohnen oder die außerhalb Kaltenkirchens noch wohnen und nach Kaltenkirchen wohnen, können wir denen keine bezahlbaren Wohnraum anbieten. Und da geht es natürlich genau auch um das Thema Sicherheit. Also kann ich sicher
leben, habe ich einen Wohnraum, den ich bezahlen kann, der sicher ist sozusagen. Also da haben wir den Zusammenhang, die Verbindung zum Thema Sicherheit. Wir sind beim Thema Bauen und wir sind noch immer bei den 7 Chancen für Kaltenkirchen. Ja. Ich habe bei Ihnen gesehen, Bau von Radwegen. Hm. Und ich bin ganz ehrlich, ich hasse Radfahren, das ist aber mein persönliches Problem. Okay. B, ich habe mir gedacht, Kaltenkirchen hat so enge Straßen. Hm. Wenn man da diese 2 Meter oder 3 Meter abnimmt, dann haben wir eigentlich ein komplettes Einbahnstraßensystem. Was stellen Sie sich da genau vor? Weil das ist ja das Problem. Wir haben ja. Die Häuser stehen da, wo sie stehen. Hm. Im Moment 2 Bürgersteige und 2 Autostrecken. Was stellen Sie sich da genau vor? Hamburg ist da ja, wie soll ich sagen, nicht so super erfolgreich gewesen die letzten Jahre. Ja, also das Thema Radweg ist in Kaltenkirchen schon relativ gut, hat sich schon relativ gut entwickelt. Also es gibt, weiß ich, ob das die Masse der Zuhörer weiß, aber es gibt in Kaltenkirchen bereits ein Radwegekonzept. Ja, abgeleitet von einem Verkehrskonzept, einem übergreifenden. Und ich glaube, da stehen eine ganze Reihe von guten Dingen drin. Und da ist man ja auch schon dabei, nach und nach Dinge auch umzusetzen. Und ich glaube, es gilt jetzt darum, dass wir diese Dinge auch weiter fortsetzen. Ja. Wie wir es dann im Einzelfall machen, das muss man dann sehen. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Interessen. Auch da gilt es, diese dann auch natürlich, ja, auch das einzubinden, diese unterschiedlichen Interessen und auch darüber zu reden. Also ich sag mal jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir verdrängen den Autoverkehr, dann wird vielleicht der Nächste sagen, ja, aber dann kriege ich keine Kunden mehr. Ja? Hat NZO vor 30 Jahren gemacht und seine Fußgängerzonen so verloren. Ja. So, also das, oder andersrum, es kann genau andersrum sein, dass die anderen sagen, Mensch, uns fehlt sowas wie eine Fußgängerzone, ne? Weil hier rasen immer die Autos durch und wir haben überhaupt gar keine, ne? Die Gastronomen können ihre Stühle nicht rausstellen und so weiter und so weiter. Also ich will nur damit sagen, es gibt da unterschiedlichste Interessen und die muss man versuchen natürlich zusammenzubringen und man muss dann versuchen, Lösungen zu generieren, zu gestalten, die für möglichst viele, ich sag mal, akzeptabel oder auch annehmbar sind. Und häufig ist das so, dass dann auch was Gutes bei rauskommt. Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich grille Sie ja für Themen, für die Sie ja gar nichts können. Das ist gemein. Aber das ist ja Bundespolitik. Und wenn ich schon dabei bin, mache ich natürlich auch sofort weiter. Ja. Und hangel mich an Ihren 7 Chancen für Kaltenkirchen entlang. Erlauben Sie mir zum Thema Stadtwerke und Klimawandel eine ganz dusselige Frage zu stellen. Ich habe mit mehreren Stadtwerken gesprochen. Mhm. Und die haben gesagt, wir haben folgendes Problem. Bisher haben wir alle gut gelebt, weil uns gehörten die letzten paar Meter Gasleitung zu den Häusern. Da gab es dann die Gastherme. So, und nun ist es ja neu. Wir sollen ja Fernwärme bekommen. Das möchte Robert Habeck machen mit neu gebauten Gasanlagen. Und daraus wird dann Fernwärme. Und das geht dann in die Häuser rein. Nun ist aber die Problematik, das sagen mir die Stadtwerke und auch die in Kaltenkirchen unter der Hand, nun ist folgende Problematik. Kein Mensch kann mehr was anfangen mit den Gasleitungen. Das ist quasi Kernschrott. Mhm. Und es muss neu gebaut werden, die Fernwärmeleitung. Bedeutet, das, was ich als Eigenkapital bei den Banken eingebracht habe, das ist nichts mehr wert. Dafür muss ich was anderes bauen, um überhaupt wieder ein Geschäftsmodell zu haben. Sie werden irgendwann Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke sein. Was machen Sie denn mit dem Problem? Also sehen Sie es mir nach, dass ich habe mit den Stadtwerken und mit der Geschäftsführung der Stadtwerke bislang noch nicht gesprochen. Und für mich ist natürlich entscheidend, was die Experten auch sagen. Und das gilt im Übrigen für andere Bereiche auch, zum Beispiel im Bereich der Kernverwaltung. Ich bin nicht jemand, der hingeht und sagt, ich weiß alles besser und jetzt läuft das so, ja, oder genau anders. Und insofern
kommt es mir darauf an, natürlich die Stadtwerke in jedem Fall mitzunehmen, einzubinden. Auch das ist ja eine konzeptionelle Arbeit, die man erstmal leisten muss, die geleistet werden muss durch die Stadt, die, wie gesagt, auch eine gesetzliche Aufgabe und Verpflichtung ist. Und dann müssen wir gucken, was möglich ist. Und das wird auch für die Stadtwerke wird es eine Herausforderung werden, ohne Frage, in den kommenden Jahren. Also dieses ganze Thema nicht nur zu diskutieren, sondern natürlich dann auch praktisch umzusetzen. Aber ich sehe es mir nach, ich kann jetzt hier nicht im Detail sozusagen die Fernwärmeplanung schon vorlegen. Das habe ich leider nicht. So, ich habe ja eigentlich noch einen Abschluss. Also eigentlich müssten wir jetzt so fast entspannt zum Ende. Ja, okay. Wenn Sie durch Kaltenkirchen gehen, fahren, laufen, wie auch immer, und es wird ja immer davon gesprochen, also tolle Entwicklung und alles und so weiter. Wenn Sie sagen könnten, da ist ein Herzensprojekt, ich weiß, dass ich eigentlich nichts machen kann als Bürgermeister, weil die Politik es macht und ich eigentlich nur eine gute Verwaltung haben muss. Aber wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, die Politik auch tatsächlich mit 100-0 in der Stadtvertretung beschließt, haben Sie da eine Sache, wo Sie sagen würden, da möchte ich eigentlich den Finger in die Wunde legen? Das ist schwer, so ad hoc zu sagen, weil mir fallen natürlich eine ganze Reihe von Themen ein, die ich sehe, die wir angehen müssen in der Stadt. Wenn Sie mich so fragen, dann wäre es natürlich eine, im Sinne meines Wahlslogans, eine lebenswerte und sichere Innenstadt, die wir haben. Das heißt also, dass wir das hinbekommen, die Innenstadt so zu gestalten, dass sich das Leben sozusagen nicht nur in der Peripherie oder außerhalb der Stadtmauern abspielt, sondern dass wir es hinbekommen, dass die Leute innerhalb der Stadt bleiben, dass sie dort wohnen, dass sie dort entsprechend einkaufen, dass sie sich auch dort bewegen können. Und das wäre so ein Herzenswunsch, dass wir es hinbekommen, die Innenstadt so attraktiv zu gestalten, dass das auch ausstrahlt nach außen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im September. Ich glaube, es ist der 26. aus dem Kopf. 24. Ich, ja, 24. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die erste und wahrscheinlich auch für die zweite Wahl. Wahrscheinlich wird es ja eine Stichwahl geben. Vielleicht, man weiß es nicht. Wer weiß, ja genau. Und ich freue mich dann auf das erste Interview nach der Wahl, natürlich beim Stadtmagazin. Als Bürgermeister. Natürlich. Ja, dann vielen Dank. Dankeschön. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.